Was geht ab, meine Ring Life Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute Nacht fand der Kampf zwischen Israel Adesanya und Paulo Costa im Main Event von UFC 253 statt. Ein Kampf, auf den wir lange gewartet haben und wirklich heiß darauf waren. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber dazu kommen wir gleich. Ich gebe euch heute einen kurzen Durchlauf über die zwei Hauptkämpfer, über das Co-Main Event, über das Main Event, da ich später keine Zeit haben werde, live zu streamen und euch, also mit euch darüber zu reden, will ich das jetzt hier vorab machen. Das Co-Main Event, Jan Błachowicz gegen Dominic Reyes im Halbschwergewicht. War ein richtig geiler Kampf, muss ich ehrlich sagen. Ich persönlich habe den Fight genossen. Dominic Reyes hat ja gegen John Jones eine extrem gute Leistung abgeliefert und galt halt als die Nummer 1 jetzt, als derjenige, der den Titel holen würde. Jan Błachowicz hat dann aber gesagt so, ey, nee, nicht mit mir, ihr habt da die Rechnung ohne mich gemacht, ist in den Kampf gekommen. Dominic Reyes hat erstmal versucht, mit seiner Technik ihn auf Distanz zu halten. Hat nicht ganz so gut funktioniert. Jan Błachowicz ist zwei- oder dreimal hintereinander mit diesem linken Kick zum Körper gekommen. Die rechte Seite von Dominic Reyes war komplett angeschlagen. Das sah aus, als hätte er da mittlerweile schon innere Blutungen oder eine gebrochene Rippe oder irgendwas. Ich weiß nicht wirklich, das sah katastrophal gefährlich aus. Dann kam die zweite Runde. Dominic Reyes hat versucht, ein paar andere Aktionen zu bringen. Jan Błachowicz hat ihn mit einem Jab an der Nase erwischt, hat ihm die Nase definitiv gebrochen, weil die Nase war komplett krumm. Die war durch. Dominic Reyes ist daraufhin etwas zu unvorsichtig geworden. Ja, wollte dadurch, dass er einen Treffer kassiert hat, antworten und auch eine Kombination bringen. Hat es dann aber nicht geschafft, in diesem Schlagabtausch im Nahkampf die Oberhand zu gewinnen, wurde dann erneut getroffen von Jan Błachowicz und Jan Błachowicz hat einfach unglaublich viel Power, hat ihn erwischt, patzt direkt ans Kinn und Dominic Reyes ist zu Boden gegangen, hat noch ein paar Treffer hinterher kassiert und Finish, das war der Kampf mehr oder weniger im Recap zwischen Jan Błachowicz und Dominic Reyes im Halbschwergewicht. War ein geiler Kampf, so erhoffe ich mir halt einen Titelkampf, so will ich einen Titelkampf sehen und dann kam der Hauptkampf. Ja, den Kampf, auf den wir wirklich lange gewartet haben. Der Kampf, der schon letztes Jahr eigentlich stattfinden sollte und nicht stattgefunden hat, weil Paulo Costa sich am Arm verletzt hat und dann eine Operation hatte. Ja, gestern ist es soweit gewesen. Ich habe eine Prognose gemacht. Ich habe in der Prognose gesagt, dass Israel Adesanya den Kampf höchstwahrscheinlich gewinnen wird im Stand-up. Aber ich dachte, dass er nach Runden gewinnen wird oder im späteren, in den letzten zwei Runden vielleicht mit einem TKO-Finish gewinnen würde. Was ich einfach ein bisschen seltsam und enttäuschend finde, ist einfach, oh, keine Ahnung, Mann. Es war genau, Paulo Costa ist irgendwie nicht zum Kämpfen gekommen. Ich weiß nicht, was der schon wieder dafür Faxen gemacht hat im Ring, aber er ist nicht zum Kämpfen gekommen. Er hat nicht den Kampfstil verfolgt, den er normalerweise hatte. Er hat alles anders gemacht, als er es machen sollte, wenn er gegen jemanden wie Adesanya kämpft. Er hat angefangen, in der ersten Runde genau dieselben Faxen zu machen wie Romero. Sich einfach hingestellt, ein bisschen die Deckung gehalten, ihn ausgelacht, irgendwas mit ihm geredet. Hat zwei, drei Highkicks nach ihm geworfen. Aber es hat dieser Druck gefehlt, den er normalerweise macht. Normalerweise marschiert er vorwärts und setzt seinen Gegner unter Druck. Gestern hat er gar nichts gemacht. Der hat Adesanya komplett den Ring gelassen, also den Käfig freigelassen. Der hat ihn überhaupt nicht in Bedrängnis gesetzt. Der hat ihn gar nicht unter Druck gesetzt. Adesanya musste gar nicht. Ich habe gestern gesagt, Adesanya muss schauen, dass er die ersten beiden Runden überlebt und den Druck, den Costa ihm entgegenbringen wird, standhält und dann seine Reichweite findet, seine Distanz findet und dann anfängt, in den Rhythmus zu kommen, um Costa auseinanderzunehmen. Musste er gar nicht machen, weil Costa ist nämlich gar nicht an ihn rangekommen, hatte gar keinen Bock anscheinend in den Nahkampf zu gehen und ist auf der Distanz von Adesanya geblieben, hat sich ein paar gute Treffer von ihm gefangen in der ersten Runde bereits. Dann kam die zweite Runde ging genauso los, Costa macht ein, zwei Faxen, ein, zwei Highkicks wirft er nach Adesanya. Ich weiß nicht, was er sich erhofft hat, mit solchen Sachen zu erreichen, denn Adesanya mit sowas zu treffen ist unglaublich schwierig, wenn man ihn nicht unter Bedrängnis oder unter Druck setzt. Und dann kam da wirklich das Komische. Das war so komisch, ich habe gar nicht wirklich kapiert, was da passiert ist. Costa hat irgendwie versucht, glaube ich, Adesanya zu treffen, wenn ich mich recht erinnere. Und Adesanya hat so einen linken Haken, Uppercut-mäßig, nach Costa geworfen und hat ihn hier nur leicht am Kiefer hier seitlich gestriffen. Und auf einmal war Costa weg.
Costa liegt auf einmal da, Adesanya sieht sofort, dass er angeschlagen ist, springt auf ihn drauf, Ground and Pound, Referee geht dazwischen und der Kampf ist vorbei. Ich sitze schockiert da, ich denke mir so, was ist da gerade passiert? Die ganze Welt feiert, Adesanya ist immer noch der Champion im Mittelgewicht. Ich war unglaublich enttäuscht, muss ich davon sagen. Also ich weiß nicht, was sich Costa dabei gedacht hat, diesen Kampfstil in den Kampf zu bringen. Das konnte nicht klappen. Ich habe, sobald ich den Kampf gesehen habe, habe ich zu meinen Kollegen, weil wir haben es zusammen angeschaut, gesagt, ey, so wird das nichts für ihn. Der ist viel zu zurückhaltend. Der hat nur die Möglichkeit, im Vorwärtsgang Adesanya zu erwischen und ihn auszunocken. Ansonsten wird er diesen Kampf verlieren, weil Adesanya ist in diesem Spiel, in dem Distanzspiel, in dem Konterspiel, der Beste. Er ist viel zu gefährlich, den machst du in dieser Art und Weise zu kämpfen nicht weg. Naja, Costa hat sich anscheinend gedacht, ey, scheiß drauf, ich habe heute gar keinen Bock zu kämpfen und hat eben ein bisschen auf die Fresse bekommen. Leichte Enttäuschung auf meiner Seite und ich denke auch auf der Seite von vielen anderen. Ich habe schon heute Morgen bin ich aufgestanden, hatte schon voll viele Nachrichten von vielen Leuten, die enttäuscht darüber waren. Adesanya hat natürlich den Kampf verdient gewonnen, hat mich auch echt überrascht, weil ich dachte, ich habe in meiner Prognose gesagt, dass Adesanya wahrscheinlich nicht die Power hat, um Costa frühzeitig wegzuschicken. Ich dachte, wie gesagt, dass er, wenn in der vierten oder fünften Runde, wenn Costa schon erschöpft ist, die Hände unten hat, ihn dann gut erwischen kann, zu Boden bringen kann und ihn dann finishen kann. Aber dass er ihn in der zweiten Runde einfach so trifft und ihn ausnockt, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Aber da kommt eben wieder dieser Punkt, den ich gestern erwähnt habe, die Präzision von Adesanya. Ich weiß wirklich nicht, was er da getroffen hat, aber er hat diesen Punkt auf jeden Fall perfekt getroffen. Irgendwo am Kiefer hat er Costa erwischt und Costa war weg. Ja, also muss man ihm lassen. Adesanya ist einfach der Beste, kann man ihm nichts wegnehmen. Costa hat leider ein bisschen, was soll ich sagen, hat ein bisschen enttäuscht auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass ich der Einzige bin, der so gedacht hat. Ich hätte mir wirklich ein bisschen mehr erhofft. Das Ergebnis wäre das gleiche gewesen, also ich habe ja gesagt, dass Adesanya den Kampf wahrscheinlich gewinnen wird, aber ich hätte mir zumindest ein bisschen mehr Gegendruck von Costa gewünscht. Ich weiß nicht, was das immer ist, sobald sie einen Titelkampf bekommen, sobald sie wirklich auf der großen Bühne stehen, versagen einige Leute halt hardcore. Ja, Freunde, ich wollte einfach nur ganz kurz euch meine Meinung zu diesem Kampf geben. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesem Kampf gehalten habt oder ob ihr diesen Kampf gesehen habt, was eure Meinung dazu ist. Wir sehen uns dann wahrscheinlich erst am Dienstag wieder oder erst am Mittwoch, wie gesagt, weil ich in Hamburg bin jetzt die nächsten zwei Tage. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und ciao, ciao.